Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Botschafter Georg Hirsch auf der Tribüne als einer der letzten Gäste heute Abend. Der Schutz des Haushalts der Union vor Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn hört sich als Titel für diesen Tagesordnungspunkt erstmal sehr sperrig an. Aber wenn wir den Blick nur etwas weiter von Ungarn Richtung Osten richten, dann unterstreicht nicht zuletzt der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine durch das diktatorische Regime Russlands, wie wichtig es ist, die Europäische Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu bewahren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es auch von größter Relevanz, dass die rechtsstaatlichen Grundpfeiler der europäischen Wertegemeinschaft gestärkt werden und dass Kommission, Rat und Parlament als die europäischen Institutionen die Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit, die ihnen zur Verfügung stehen, auch konsequent nutzen und durchsetzen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt Themen, die begleitet man parlamentarisch ja jahrelang. Immer wieder ist es mal zäh und schwierig. Manchmal gibt es wichtige Schritte, die es vorangeht. Und es gibt Tage, da wird endlich mal so richtig deutlich, dass sich was getan hat. Und für mich gehört die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union genau in diese Kategorie. Ich kann mich noch als zuständiger Berichterstatter sehr gut daran erinnern, an die Auseinandersetzung mit Ihnen aus der CDU-CSU-Fraktion, als wir den Vorschlag für einen Bundestagsbeschluss für die Einführung einer solchen Konditionalitätsverordnung Anfang 2019 in der damaligen Großen Koalition eingebracht haben. Schließlich hatte die Unionsfraktion von CDU und CSU immer wieder ihre schützende Hand über Orbán gehalten und ihn sogar mehrfach als Ehrengast auf die eigenen Parteitage eingeladen. Stellt sich die Frage, zumindest für mich, ob Orbáns Aufstieg und der staatliche Umbau Ungarns zu einer von ihm ja auch selbst so benannten illiberalen Demokratie ohne den Schutz der christdemokratischen Parteienfamilie tatsächlich möglich gewesen wäre. Die ungarische Regierungspartei Fidesz hat ihre Mitgliedschaft in der christdemokratischen Europäischen Volkspartei EVP im letzten Jahr jedenfalls selbst niedergelegt und ist dort nicht herausgeworfen worden, während die massiven Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit ja nun schon seit Jahren gravierend waren. Die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Unionsfraktion diesen wichtigen Beschluss im Ausschuss, wie Kollege Kriechbaum gerade ja erläutert hat, aus formalen Gründen nicht zugestimmt haben, offenbart aus meiner Sicht sehr deutlich, dass in Ihrer Fraktion offenbar immer noch erhebliche Loyalitäten zu Orbán und seiner Fidesz-Partei vorhanden sind. 2020 war es zwar erst im allerletzten Moment, aber immerhin, das muss man Ihnen zugutehalten, doch gelungen, hier im Bundestag einen Beschluss für die Verknüpfung von EU-Geldern mit der Einhaltung von Rechtsstaatskriterien hinzubekommen. Verdammt knapp zur damaligen deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, während der die Verhandlungen zum siebenjährigen europäischen Finanzrahmen und zum Konditionalitätsmechanismus ja zu Ende gebracht werden mussten. Aber immerhin konnten wir damals unserer Bundesregierung ein parlamentarisches Votum mit nach Brüssel auf den Weg geben. 10 Verhandlungen im Rat, insbesondere für Heiko Maas und unseren Europastaatsminister Michael Roth zu der Zeit, folgte zum Jahresende 2020 aber tatsächlich endlich der Beschluss für die Verordnung zum Schutz des Haushalts der Europäischen Union. Und damit ging es endlich einen wichtigen Schritt voran. Indem der Erhalt von EU-Mitteln mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards verknüpft wurde, wurden natürlich auch die Möglichkeiten der EU zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit erweitert und verstärkt. Und am 27. April diesen Jahres, verehrte Kolleginnen und Kollegen, da eröffnete die Kommission dann erstmalig endlich ein offizielles Verfahren nach diesem Konditionalitätsmechanismus gegen Ungarn. Ein Tag, an dem endlich einmal deutlich wurde, dass sich etwas getan hat. Ein Meilenstein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, für die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Systematische Unregelmäßigkeiten in öffentlichen Vergabeverfahren, ein hoher Anteil von Einzelausschreibungsverfahren, geringer Wettbewerb bei Vergabeverfahren, massive Probleme bei der Aufdeckung, Vermeidung und Korrektur von Interessenkonflikten und die mangelnde Bereitschaft bei der wirksamen Korruptionsbekämpfung. Feststellungen, mit denen die EU-Kommission die vorläufige Einbehaltung von EU-Geldern stichhaltig begründete. Die ungarische Regierung versucht nun, aktuell mit 17 Reformankündigungen diese greifbar drohende Mittelzurückhaltung abzuwenden. Und der Rat der Europäischen Union muss bis kurz vor Weihnachten dazu befinden.
Angesichts des langjährigen systematischen Abbaus der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und den damit bereits eingetretenen negativen Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Europäischen Union scheint es zumindest für mich absolut fraglich, ob eine umfassende, praktisch wirksame Korrektur der festgestellten Rechtsstaatsverletzungen innerhalb dieser kurzen Frist, sozusagen bis Weihnachten, tatsächlich möglich ist und auch wirklich sichtbar wird. Und da hat die Kollegin Kopf zu Recht darauf hingewiesen. Es gibt mit dem Rechtsstaatsdialog, den sogenannten Artikel 7-Verfahren, die Kollege Kriechbaum angesprochen hat, den Rechtsstaatsberichten oder auch dem Justizbarometer bereits einige Rechtsstaatsinstrumente in der Europäischen Union. Die meisten haben sich in der Vergangenheit leider als zu zahnlos erwiesen. Und für uns ist deshalb ganz entscheidend, dass sich diese Konditionalitätsverordnung zum Schutz des EU-Haushalts vor Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit bei dieser ihrer erstmaligen Anwendung auch wirklich als effektives Instrument erweist, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und darauf arbeiten wir mit diesem Beschluss hin. Wir fordern die EU-Kommission mit dieser Stellungnahme und dem Beschluss nach Artikel 23 Grundgesetz im federführenden EU-Ausschuss über diesen offiziellen Weg für die Mitwirkung in EU-Angelegenheiten dazu auf, besonders sorgfältig vorzugehen und unbedingt auf die nachhaltige, tatsächliche Abhilfe durch Ungarn zu bestehen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sonst kommen wir hier nicht voran. Und sollten die praktische Umsetzung und die Wirksamkeit der Maßnahmen, die die ungarische Regierung anbietet, in der abschließenden Beurteilung durch die Kommission nicht uneingeschränkt bestätigt werden, dann fordern wir auch die Bundesregierung dazu auf, im Rat für die Zurückhaltung von Zahlungen in Milliardenhöhe aus dem EU-Haushalt an Ungarn zu stimmen. Mir wäre es am liebsten, wenn unsere rechtsstaatlichen Grundlagen gar nicht erst derart in Frage gestellt würden, dass sie den gemeinsamen europäischen Haushalt bedrohen. Wenn es notwendig ist, dann sind wir aber bereit, die rechtsstaatlichen Grundlagen unserer Demokratien in Europa gegen autoritäre und illiberale Bestrebungen zu verteidigen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich darf jetzt noch einmal die Debatte kurz unterbrechen.